Willkommen bei Pure E-Scooter. Heute im Review unser Xiaomi Mi Scooter Pro 2. Ich erzähle euch, wie meine Erfahrungen nach über 200 Kilometern bisher da sind. Bleibt dabei und viel Spaß im Video. Ja, und vergesst das Abo nicht. So, der Xiaomi Mi Scooter Pro 2 ist bei mir jetzt seit ca. 3 Monaten im Einsatz. Hat jetzt ungefähr 220 Kilometer runter oder 230. Bis jetzt bin ich mit diesem Scooter mehr als zufrieden. Das Handling von dem Scooter ist perfekt. Für die City ist der ideal. Also man kommt wunderbar von A nach B. Ich habe im Schnitt ein Gewicht von um die 105 Kilo. Komme ich so um die 30 Kilometer mit dem Scooter. Angegeben vom Hersteller 45 Kilometer. Das ist immer so ein bisschen, ich sag mal, wenn man 60 Kilo hat, 65 Kilo hat, dann schafft man das sehr wahrscheinlich. Also an die 40 sehr wahrscheinlich. Aber ein bisschen Toleranz, Wetter, Temperatur hat man immer. Ja, die Bremsen. Hat man auf der linken Seite hat man ja eine kombinierte Bremse, die elektromechanische mit der Scheibenbremse hinten. Die packt ganz ordentlich zu. Ich musste leider schon zweimal die Bremse etwas nachstellen, aber das gehört immer bei so einem Fahrzeug dazu, dass man da auch ein bisschen mal an der Schraube drehen muss. Die elektromagnetische Bremse selber kann man einstellen in der App mit schwach, mittel oder stark. Ich habe die meisten mal auf mittel stehen. Ist auch in Verbindung mit der Rekuperation läuft das dann auch. Aber die Rekuperation, sind wir ganz ehrlich, bei so einem Scooter macht für mich keinen Sinn. Also ich muss schon sehr viele Kilometer irgendwo den Berg runterdüsen, damit ich vielleicht 1-2 Prozentpunkte wieder in den Akku zurückspeise. Ist ein nettes Feature, braucht man nicht unbedingt. Ja, Klingel und der Mechanismus zum Klappen ist auch alles top verarbeitet, klappt auch alles. Das Licht im Dunkeln, muss ich sagen, für diese Scooterklasse auch ausreichend. Gibt es bessere, der SoFlow S03 zum Beispiel, den Nadine hat, hat ein viel besseres Licht. Sowohl das Rücklicht als auch das Frontlicht ist meiner Meinung nach ein bisschen schöner verarbeitet und auch viel heller. Ja, die Verarbeitung allgemein von dem Scooter, es ist Aluminium. Xiaomi beschreibt es als Flugzeugaluminium. Ist eben so. Top verarbeitet, gibt es nichts. Hat eine schöne Rahmenform, alles schön gemacht. Die Kabel sind super verlegt. Ich habe auch bis jetzt nicht das Problem, weil viele das Problem bei dem Scooter haben, dass der Klappmechanismus nach einer Zeit anfängt zu knarzen und zu klappern. Das Rücklicht. Die Halterung soll auch klappern. Bis jetzt nichts. Ich musste nicht mal was nachstellen oder sonst irgendwas machen. Das läuft. Alles top. Funktioniert. Ich scheine wohl ein gutes Modell erwischt zu haben. Oder ich weiß nicht. Es ist manchmal einfach auch ein bisschen Qualitätsunterschiede. Gerade bei den Chinesen sind immer so ein bisschen einmal gut, einmal schlecht. Ja. Dann die bekannten Mängel. Wie ich gerade schon erwähnt habe, mit dem Klappmechanismus habe ich nicht. Aber die Negativpunkte, die mich extrem stören, sind vor allem schon mal das Vorderrad. Der Xiaomi Mi Scooter hat einen Frontmotor mit 300 Watt. Davon mal abgesehen, für die City total ausreichend. Läuft. Mehr braucht man nicht in der City, da braucht auch keiner was anderes zu erzählen. Nur auf einer geraden Fläche, um von A nach B zu kommen, langt das total. Fährt man wiederum Steigung, was wir in unseren anderen Videos, die ich mal hier oben verlinke, im Sauerland mal rausgefunden haben, sieht schon anders aus. Bei meinem Gewicht bergauf, da quält er sich schon. Das kann je nach Steigung schon mal auf 7-8 km runtergehen oder sogar auf 0. So ab 12% kann man eigentlich sagen, so ab 80-90 Kilo ist hier bald Feierabend, dann war es das. Der SoFlow zum Beispiel im Vergleich, der rennt da noch wunderbar hoch. Da brauchen wir schon einen größeren, stärkeren Motor. Aber davon abgesehen, Xiaomi hat hier in dem Frontmotor Luftbereifung eingebaut. Die Luftbereifung als Federung an sich funktioniert tadellos. Aber das Ventil, was sie da eingebaut haben, da gibt es eine Ventilverlängerung für, damit man erstmal Luft in den Reifen bekommt. Und das ist wieder mal so clever gemacht, dass man das Ventil reinschrauben muss. Und beim Reinschrauben kommt die ganze Luft vom Reifen schon mal raus. Dann pumpt man den Reifen wunderbar auf, wie so ein Bekloppter, freut sich, wow, er hat 3,5 Bar, dreht das Ventil wieder raus und beim Rausdrehen, was passiert? Klar, die ganze Luft geht wieder raus. Geil. Kriegt ihr schon mal einen Daumen nach oben von mir. Wer das überlegt hat, der müsste schon mal 3 Gehaltsklassen höher kommen, auf jeden Fall. Weil es einfach viel zu kompliziert war, das Ventil einfach von Hause aus schon mal, um einfach mal 5 cm zu verlängern. SoFlow zum Beispiel, die haben es hinbekommen. Aber gut, egal. Das heißt, mit zwei Mann ist man einfacher bedient. Einer pumpt, einer tut schnell dieses Ventil runterschrauben und dann bleibt die Luft auch einigermaßen drin.
Ansonsten gibt es halt noch ein Problem mit festen Problemen. Der Akku hat eine Kapazität von 12.800 mA. Aber im Vollladen zeigt er halt nur 11.800 an. Oder bei mir schwankt er auch schon mal zwischen 11.850 und 11.950. Ja, das Batteriemanagement könnte besser sein. Ich verstehe auch bis heute nicht, wieso auch der Hersteller nicht mal nachgebessert hat mit einem App, mit einem Update. Ist einfach möglich, Batteriemanagement nachzubessern. Lithium-Ionen-Akkus haben immer eine kleine Kapazitätsgrenze, Obergrenze. Die tun sich nie bis Oberkante aufladen. Also werden nie aufgeladen bis oben, weil die immer eine Kapazitätsgrenze brauchen. Ist bei den großen Herstellern, VW, Audi, bei den E-Autos genauso. Nur hier haben sie einfach mal ein bisschen zu viel Platz gelassen. Hoffen wir mal, dass es noch nachgebessert wird. Genauso schrecklich ist auch übrigens die App von diesem Fahrzeug, die Xiaomi Mi Home App. Die ist einfach nur eine Katastrophe. Sowohl bei iOS als auch bei Android. Ich habe beides ausprobiert mittlerweile. Einfach eine Katastrophe. Entweder die App stürzt ab, die zeigt keine richtigen Werte an, oder was bei Apple grandios ist, man kann das Handy hier hin tun und hat so eine Art Dashboard, wie schnell man fährt, wie viel Reichweite man hat. Das funktioniert so grandios, dass einfach mal nach 30 Sekunden das Display ausgeht und die App sich abschaltet. Also wer das auch entwickelt hat, kriegt von mir wieder Daumen nach oben. Ihr seid die Helden unter der Sonne von Xiaomi, ohne Mist. Sowas kriegt man mit ganz wenig Hilfsmitteln schon hin. Und ich verstehe auch nicht, wieso die auf den Kundensupport auch nicht so wirklich antworten, weil man kann da E-Mails hinschreiben. Man kriegt auch E-Mails zurück, aber manchmal hat man das Gefühl, der die geschrieben hat, hat gerade mit Google Übersetzer versucht, was zu übersetzen und hat nicht verstanden, was ich wollte. Grundsolides Fahrzeug, sage ich trotzdem noch, für die Preisklasse. Ja, gibt es auch vielleicht schon bessere. Also würde ich mir den Xiaomi Roller nochmal kaufen? Jetzt im Nachhinein sehr wahrscheinlich nicht mehr. Nicht, weil er nicht gut fährt oder schlecht verarbeitet ist, sondern einfach nur, weil der Kundensupport einfach nur eine Katastrophe ist. Der wurde auch gekauft beim Mediamarkt und ich kenne schon das Mediamarkt-Thema. Wenn da was dran ist, ist halt auch nur eine Katastrophe. Ich würde das nächste Mal wahrscheinlich auch einen SoFlo-Roller nehmen, weil was ich so am SoFlo S03 sehe, ist einfach nur genial. Oder halt zu anderen Herstellern gehen. An sich so würde ich bald ihn auf jeden Fall weiterhin. Er fährt gut, er macht Spaß. Wer weiß, was noch die nächste Zeit noch für Mängel sich rausstellen. Bisher bin ich davon verschont geblieben. Also, bleibt nur eins. Aufsteigen und weiterfahren. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das ist meine persönliche Meinung von dem Xiaomi Mi Scooter Pro 2. Folgt uns auf Instagram. Das blende ich mal hier oben ein. Abonniert unseren Kanal und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.